Test, Test. Den machen wir nochmal mit dem Sound, oder? Können wir auch Bass haben? Wir brauchen ja auch noch einen Bailout für das Audio-Equipment, glaube ich. Hallo, Audio, können wir ein bisschen Bass haben? Da ist so richtig Wummer Wummer drin normalerweise. So geht das nicht. So können wir hier nicht arbeiten. Och, Kinders. Also wir wären diesmal echt pünktlich fertig geworden, aber... Fefe, ich glaub dir kein Wort. Ach man. Das ist ja jetzt, ärgerlich. Das ist aber wirklich ein bisschen ärgerlich. Nochmal probieren. Ach man. Nee, das ist es nicht. Gibt es noch eine Aussage vom Audio? Hä? Also ich habe eben mit dem Kopfhörer reingehört und der Track enthält keinen Bass. Selbst wenn ich ihn reindrehe, ist er dann nicht da. Also mein Laptop-Lautsprecher hat mehr Bass als diese Anlage. Na gut, wir fangen mal an mit Nachrichten aus der Wirtschaft. Jawohl. Und zwar... Es war ein gutes Jahr, besonders in der Energiebranche. Und zwar, Transocean ist euch vielleicht noch im Gedächtnis als die Firma, der die Deepwater Horizon Ölbohrplattform im Golf von Mexiko gehörte. Und wenn ihr raten müsstet, welches Jahr deren bestes Jahr in Sachen Sicherheit ist, hättet ihr auch dieses Jahr gewählt, oder? Wer sich jetzt denkt, naja, Transocean, das wird halt bei BP gelandet sein. Auch nicht. Also auch BP fand irgendwie, man müsste dieses Jahr mal so richtig Bonus auszahlen, weil vielleicht dachten sich irgendwann ist dieser Bonus alle und dann gibt es nichts mehr oder so? Nö, also meine Vermutung ist ja, die haben sich überlegt, wenn wir den jetzt nicht auszahlen, dann geht das als Reparation raus. Oder gar als Steuern, das wäre noch fast schlimmer. Ja, ja, ja gut. Ja, BP hat auch so ein schönes Banner, was sie dann wahrscheinlich zu dieser, aus Anlass dieser Aktion gerne mal ausgerollt haben. Ja, wo wir gerade beim Öl sind, wir alle wissen ja, die Saudis sind so die Leute, mit denen man sich auf diesem Planeten nicht verscherzen will. Und so im Frühjahr, als diese Aktion in Ägypten lief und nicht so ganz klar war, wohin die Reise dann nun geht, war es ja so, dass die Amerikaner dann kurz davor waren, umzuschwenken und plötzlich Mubarak zu unterstützen, nicht mehr zu unterstützen, sondern da die, naja, Revolution kann man schlecht sagen, zumindest den Umsturz. Und da gab es dann ein relativ denkwürdiges Telefongespräch zwischen dem amerikanischen Präsidenten Obama und dem saudischen König. Den saudischen König sehen wir links oben, der dem Präsidenten Obama erklärt hat, so geht es nun wirklich nicht. Die Reaktion kann man dann rechts oben sehen. Der Herr, von dem man nur das gebückte Hinterteil sieht, ist Obama, der den saudischen König begrüßt. Und wir sehen also die gewisse Servilität im Auftreten ist da durchaus deutlich zu verzeichnen. Ja, auch im Online-Bereich und bei der Unterhaltungsindustrie war es ein auffallendes Jahr und der wichtigste Player dieses Jahr war Sony. Sony hatte gewisse Probleme mit seinen Kundenbeziehungen, aber sie sind immerhin sehr social media aware. Die haben so eine PR-Agentur damit beauftragt, einen Twitter-Account für sie zu betreiben und haben diese virtuelle Figur da die mit dem Twitter-Account auch immer in den Fernsehspots drin gehabt und da konnte man dann Sachen hin tweeten und dann hat er geantwortet und dann hat offenbar niemand gebrieft, was diese Hex-Serie bedeutet. Und dann hat er die retweetet. Du sollst vielleicht noch kurz erklären, was diese Hex-String ist. Ja, die Hex-Serie ist allen Leuten, die letztes Jahr auf diesem Kongress waren, hoffentlich noch in Erinnerung. Das ist nämlich einer der Rootkeys, mit denen man da diesen USB-Exploit fahren kann. Es gab noch einen anderen Rootkey, der ist ein bisschen länger. Sony ist dieses Jahr rumgelaufen und hat alle Leute abgemahnt, die diesen Key auf ihren Webseiten hatten. Insofern, das war so ein bisschen ein unglücklicher Kontext an der Stelle, aber gut. Naja, und die
Wie wir alle wissen, sind so Hacker manchmal ein bisschen nachtragend. Dementsprechend ist Sony auch ja relativ häufig auf den gehackte Webseite-Listen dieses Jahr erschienen. Einer unserer Maulwürfe hat uns da mal ein bisschen Kamera genau, die, Sachen zugeschickt. Also was da so passiert ist, da haben wir... Ja, jetzt ist hier kein Sound. Okay, let's go. Irgendwie, der Sound ist falsch. Hallo Audio, mach mal den Sound sauber. Da fehlt einfach mal komplette Band. Da fehlt komplette Bassband. Ja. Ja, tut uns leid, da kommt eigentlich, kann man da noch Dinge hören. Das Kabel steckt ganz drin. Ihr könnt uns ja mal ein paar Aktivboxen bringen und dann machen wir ein Mikrofon vor die Aktivboxen. Ah, besser. Was hast du denn jetzt gemacht? Mal den Stecker reingesteckt. Are we fashionably late? Okay, let's go. Okay, 用意できたからやってみよう。Готов. Поехали. Sì, sono pronta. Andiamo. We have massive infection, multiple GPI and FSI viruses. Who's coming in from remote nose? They're going for the colonel. Alfie, what's going on? In short, Duke, a shitstorm. Einer der... Ihr wollt die Intro nochmal hören? Na gut. So sollte das klingen. Wir haben noch mehr Audio. Ja, da kommt noch mehr Audio. Ruhig, da kommt noch mehr Audio. Gut, dann skip mal. Okay. So. Ihr werdet euch noch wünschen, ihr hättet euch so kein Audio gewünscht. So ist es in so einem Jahr, da gibt es Hoch- und Tiefpunkte. Genau. Einer der Tiefpunkte dieses Jahr war sicherlich Roland Koch, der... Das haben wir übrigens nicht zusammengeschnitten, das stand genauso auf tagesschau.de rechts. Also manchmal sind so Algorithmen, die so News auf so Webseiten zusammentun, tatsächlich sensitiv. Und da links haben wir Herrn Koch, der tatsächlich gerade Frau Nahles bekocht hat, aber ist leider nicht sein Job geworden, sondern ist dann doch zu Böfinger Berger gegangen. Und aber gut, da wächst zusammen, was zusammengehört. Ja, und wir wissen ja so, Baubranche ist immer so ein bisschen korruptionsgeneigt, da sind natürlich Experten und Sachverständige gefordert, die da mal ein bisschen Struktur reinbringen. Und genau so eine Branche, wo man auch so ein bisschen Struktur braucht, ist auch das ganze Thema Drogenhandel.
Also bei Drogen wissen wir, alles harter Wettbewerb, Mexiko ziemlich blutig so. Und die interessante Frage ist ja, warum geht es da eigentlich immer noch weiter? Also was ist eigentlich da der Motor, der die Sache antreibt? Irgendwie muss doch da langsam mal Ende sein. Und dann haben sie den Logistikchef von einem Kartell verhaftet und der hat so ein bisschen für schlechte Laune gesorgt, als er seine Verteidigung vortrug, wo er nämlich sagte, er habe ja nur im Auftrag gehandelt und zwar nicht von den Bossen des Drogenkartells, sondern von der DEA, dem FBI und dem Department of Homeland Security und Immigration and Customs Enforcement. Das sind so genau die zuständigen US-Behörden, die eigentlich Drogenschmuggel verhindern sollen. Also wahrscheinlich ist er ein CIA-Agent, weil das hat er nicht gesagt. Wenn das nicht so glaubwürdig wäre, hätten wir es ja zu den lame excuses gelegt, aber so. Und ja. Die Frage ist, warum geht es denn eigentlich immer noch weiter da so? Und da hat die amerikanische Außenministerin eine schöne Antwort. Sie sagte nämlich, there's too much money. Und sie hat natürlich ein großes Vorbild, das wir dieses Jahr ein bisschen ausführlicher würdigen wollen. Wir haben nämlich einen neuen Award, und zwar den Maggie Thatcher Award für Infrastrukturabbau. Wir fangen an mit der virtuellen Infrastruktur, weil die uns Moment, einfach... Moment, wir müssen kurz erst nochmal was zu Maggie Thatcher sagen. Wer von euch erinnert sich noch an Maggie Thatcher? Okay, da müssen wir noch was zu sagen. Maggie Thatcher war die Premierministerin in Großbritannien, die eigentlich mit dem, was irgendwie heute so als diese ganze neoliberale Politikschiene angefangen hat, damals angefangen. Das heißt, sie hat die Gewerkschaften kaputt gemacht, hat dafür gesorgt, dass irgendwie alles privatisiert wurde, was am Ende dazu geführt hat, dass Großbritannien im Wesentlichen deindustrialisiert war und sich nur noch im Wesentlichen Banken dort befinden und alles, was an öffentlicher Infrastruktur da ist, entweder privatisiert oder kaputt oder beides ist. Und wir fanden dadurch, dass es so ein gewisser Trend in diesem Jahr war, den wir mal ein bisschen würdigen mussten, und sie war tatsächlich eine würdige Namenspatronin. Ja, wir wenden uns zuerst der virtuellen Infrastruktur zu, denn da gab es dieses Jahr eine Kryptokalypse. Es deutet sich an, dass dieser Trend noch nicht vollständig beendet ist. Insofern freuen wir uns schon aufs nächste Jahr. Also ihr wisst ja, wie das mit diesen Zombies ist, ne? Die kommen immer wieder. Ja. Und mal sehen, wer von denen wieder aufsteht. Ja, bleiben wir online. Nein, das war nicht die Sponsorenliste. Ja, es gab da noch diesen witzigen Fall, als das Land Armenien plötzlich kein Internet mehr hatte. Und es stellte sich raus, dass eine nach Kupferkabel suchende Rohstoffdieb-Oma in der Wildnis rumgebuddelt hatte und das Glasfaser dabei traf. Also sie sagt natürlich, sie war nur Holz sammeln. Also keine Ahnung, wie dieses Kabel da verlegt war. Vielleicht war es ja auch so zwischen die Bäume gespannt. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, welcher Bereich einem so als erstes einfällt, wenn man so öffentliche Infrastruktur privatisieren will, das fällt einem da so ein, ne? So, eine Sache, wo keine Menschenleben direkt bedroht werden, würde man denken, nicht wahr? Ja. Da fällt einem doch als erstes so ein Kampfmittelräumungsdienst ein, ne? Und Niedersachsen, wo die CDU regiert und doch unser spezieller Freund Schünemann unter anderem mit an der Regierung ist, die werden oder wollen zumindest den Kampfmittelräumungsdienst in diesem Land privatisieren, weil um Kosten zu sparen oder so. Und natürlich soll an den Kosten, aber nicht an der Sicherheit gespart werden. Und wir haben das mal... Also wie immer bei der Privatisierung, nicht wahr? Ja, wir haben mal versucht, das so ein bisschen zu visualisieren. Also als erstes wir haben aus schattiger Quelle haben wir den Prospekt gesehen. Genau, also das, was so you got a golden ballerina because im Prospekt stand. Now what? Und aus Feldversuchen gibt es auch schon erste Ergebnisse. So, und wir haben dann mal visualisiert, was sie wahrscheinlich so bekommen werden für ihr Geld. Hämmer, Sie können doch die Bombe nicht entschärfen. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich entschärfe. Thank you.
Alternativ gibt es noch das Billigangebot aus dem Internet. Na? Ja, so ein Bereich, wo man ja immer wieder davon gehört hat, dass es irgendwie Probleme mit der Infrastruktur gab, ist natürlich die Telekommunikation. Da wurden immer eine Menge Kabel geklaut und so. Und Kupferkabel wurden eingeschmolzen und entwendet. Und eigentlich denkt man ja, so ein Mobilfunknetz sollte doch eigentlich dagegen besser gesichert sein. Ne? Stellt sich raus, ist dummerweise ein Irrtum. In Großbritannien zumindest hatte Vodafone massive Probleme, nachdem da Leute in so ein Datacenter eingestiegen sind und halt reichlich Kram geklaut haben. Und wer es nicht weiß, ist, die Chinesen versuchen ja immer überall so reinzukommen. Ne? Also wenn sie irgendwo eine Marktlücke wittern, zum Beispiel in Afrika, wenn man da so ein Land ist, was plötzlich Öl findet, dann stehen eigentlich so am übernächsten Tag die Chinesen vor der Tür und sagen so, hey, wollt ihr nicht gerne so ein 3G-Netz haben? So, kostet auch nicht so viel, so rollen wir hier gerne aus. Gut, achtet nicht so sehr auf die 10 Megabit Wartungsleitung nach Peking, aber ansonsten alles schön. Und da gab es auch in England eine bemerkenswerte zeitliche Koinzidenz, die wir hier mal. Sie dachten sich nämlich, hey, wenn England schon so weit im Eimer ist, dass sie sich nicht mal mehr ein Mobilfunknetz leisten können, dann machen wir ihnen doch einfach ein gutes Angebot. Und Huawei hat angeboten, okay, wir machen dasselbe wie in Afrika, machen wir einfach in London. Wenn sie Mobilfunknetz haben wollen, kriegen sie es einfach geschenkt und wir refinanzieren es dann eben aus den Daten oder so. Nee, das ist ein Geschenk wegen der Olympischen Spiele, das war in diesem Fall, haben sie gesagt, für die Olympischen Spiele. Hm. Und da musste wohl der Bürgermeister von London tatsächlich scharf drüber nachdenken, ob er das nicht doch nicht ablehnen kann, weil sie haben nicht wirklich die Kohle in der Hand, um nochmal eben so ein Netzwerk hinzustellen. Und das war schon ein verlockendes Angebot, ist aber am Ende nicht angenommen worden, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Aber, ich fand dieses Design für den U-Bahn-Stadtplan schon nicht so schlecht. Ja, so. Ja, also diese Kategorie wäre nicht perfekt ohne den Favoriten aus dem Vorjahr. Ja, der definitiv der Champion. Also die Bahn hat ja wieder ganze Arbeit geleistet beim Thema Infrastrukturabbau. Da sind sie ja doch irgendwie sehr weit vorne, also haben immer eigentlich gute Gründe, warum irgendwas nicht funktioniert. Und ganz weit vorne ist dabei natürlich der Herr Medon. Glücklicherweise oder unglücklicherweise für die Bahn, ne? Ja. Glücklicherweise für die Bahnfahrer, ist in der Mitte des Rennens ihr Joker abgesprungen. Ja, der ist jetzt nämlich bei Air Berlin. Und und da fielen tatsächlich erstmal ein paar Klimaanlagen aus. Genau. Das ist kein Witz. Da fielen tatsächlich erstmal ein paar Klimaanlagen aus. Dann gab es irgendwie so ein paar peinliche Zwischenfälle wie den hier. Und am Ende heißt es dann Notverkauf. Genau, jetzt Air Berlin steht gerade zum Ganze Notverkauf. Arbeit geleistet, der Mann. Ja, der ist wirklich ein echter Profi, also muss man schon sagen. Die Bahn hat natürlich versucht, bis zur Zielgeraden weiter zu humpeln. Ja, sie haben es halt. Mit, also durchaus bemerkenswertem Erfolg teilweise. Aber, also. Also kann man nicht in Abrede stellen, dass sie auch weiter Leistung gezeigt haben. Aber Chancen. Es hat nicht gereicht, um den Bundestrainer. Ja, der Bundestrainer, Herr Ramsauer, war so ein bisschen. Der war noch nicht beeindruckt von angeödet. Der Performance. Dann haben sie versucht. Es gab da so ein paar Sachen, die wie Unregelmäßigkeiten und unfairer Wettbewerb aussahen. Da konnte aber nichts bewiesen werden. Wenn genau, sie haben halt offensichtlich versucht, bei der Konkurrenz irgendwie ein wenig zu wildern und haben, tja, wer es denn war, weiß man natürlich nicht, aber beim ADAC wurden Wanzen gefunden. Warum will jemand den ADAC verwanzen? Völlig unklar. Aber die Bahn lässt sich natürlich nicht lumpen und hat dann tatsächlich noch am Ende es geschafft, mit auch eigentlich unfairer Hilfe durch den Bund. Den Award zu gewinnen. Und zwar haben sie es geschafft, eine Brücke zu bauen. Das ist Deutschlands höchste Bahnbrücke. Die ist leider nicht in Betrieb gerade, weil die Statiker vergessen haben, dass so ein Zug nicht nur ein Eigengewicht hat, sondern auch Passagiere. Ja, meine, so kleine Rechenfehler kommen überall mal vor. Also selbst bei so richtigen Profis, wie zum Beispiel dem israelischen Militär, die haben es tatsächlich geschafft, Abfangflugzeuge und Kampfhubschrauber zu einem Luftziel zu schicken, was sich später als das Sternbild Cassiopeia herausstellt. Also Gerüchte halber sind sie rechtzeitig umgedreht, bevor der Treibstoff alle war. Man sollte ja denken, Satellitenaufklärung kann solche Missverständnisse ausräumen, aber offenbar nicht.
Ja, wo, bleiben wir im gelobten Land. Genau, wo wir gerade im gelobten Land sind, in der Grabeskirche in Bethlehem. Ich weiß nicht, wer es kennt, die Grabeskirche ist so eine richtig große Kirche, in der die ganzen christlichen Konfessionen dieser Welt jeweils so eine kleine Ecke haben. Und die haben so eine gewisse Tradition, sich da so ein bisschen auf den Keks zu gehen, insbesondere wenn es darum geht, wer welche Ecke sauber machen darf. So auch dieses Jahr, was dann dazu führte, dass sie sich da so ein bisschen zu Leibe rückten mit Besenstielen und ähnlichem, dann irgendwann die Polizei gerufen werden musste und sie dann unter Polizeischutz weiterhin sauber machen müssen. Und der Hammer daran ist, das machen die seit 1945. So 1945 waren die Briten, die damals da herrschten, davon so genervt, dass sie die alle rausgeschmissen haben, muslimische Handwerker reingeholt haben, die dann eine Dachkonstruktion dahingestellt haben, die, glaube ich, bis heute so ungefähr steht oder bis vor ein paar Jahren da stand. Ein Provisorium, sagen wir mal. Denn das da alles abgeteilt haben und dann wiederum einer muslimischen Hausmeisterfamilie den Schlüssel gegeben haben, weil sonst hätten sich die Christenfraktionen da gegenseitig jeweils die Schlüssel weggenommen. Ja, bleiben wir bei der Kirche. Da gab es dieses Jahr ein peinliches Moment in England, als nämlich der Kinderschutzbeauftragte der katholischen Kirche erwischt wurde, als er 4000 Kinderpornobilder dabei hatte. Und wie ihr wisst, sind wir immer sehr interessiert an Forschung und Wissenschaft. Und deswegen haben wir für euch tatsächlich mal die neue SI-Einheit, viele werden noch nicht davon gehört haben. Es gibt mittlerweile eine neue SI-Einheit für Bullshit. Und die ist benannt nach dem ehemaligen irakischen Propagandaminister Al-Shahaf. Es wird angewendet auf einer nach oben offenen logarithmischen Skala. Und wir haben auch ein Messinstrument wieder repariert und frisch geeicht und vom TÜV Süd prüfen lassen. Genau. Und ja, unser Bullshit-O-Meter. Wir probieren das mal aus. Genau. So. Also offensichtlich ist hier gerade der Bullshit-Content im mittleren Bereich. Ja, so sieht der aus im Normalfall. Ja, Grundrauschen. Ja, so sieht's aus. Alternativlos. Ja, wir fangen mal ein bisschen an. Die ersten Meldungen war, also wir haben uns ein bisschen daran orientiert, mit was alles diverse Sicherheitsmaßnahmen begründet wurden in Deutschland dieses Jahr. Und wir legen mal hiermit los. Als es nämlich hieß, wir brauchen die Flugdaten, das hieß es ja die ganze Zeit, aber sie konnten nie auf irgendwas zeigen, wozu man die jetzt eigentlich tatsächlich braucht. Und dann haben sie halt die Düsseldorfer Zelle aus dem Ärmel sich gezogen und haben dann gesagt, das auffällige Reiseverhalten hat die Terroristen verraten. Und dann messen wir mal den Bullshit-Content. Ja. Lustigerweise, die Informationen stammen von US-Diensten. Wir haben es hier also mit einer Doppelmeldung zu tun. Ja, da wird nicht nur die Fluggastdatenaufspeicherung begründet, sondern auch die Weitergabe an die US-Dienste. So, da haben wir schon so einen seichten Aufschlag auf dem Bullshit-Meter. Geht noch. Genau, dann Vorratsdatenspeicherung nicht nur für Telekommunikationsdaten. Wir brauchen es auch ganz dringend für die Schifffahrt auf dem Rhein, weil man weiß da immer nicht so viel drüber, es wird viel zu früh gelöscht, ne, und die Ermittlungsbehörden können da immer nichts machen. So. Und, bei diesen Umweltkatastrophen im Rhein, die muss man ja vermeiden irgendwie. Ja, wir haben da mal eine rausgesucht. Wir haben da mal prototypisch eine rausgesucht, wo es sehr schwer war, den Verursacher zu ermitteln. Und die Lösung war einfach, die ätzende Säure in den Rhein zu kippen. Also da war so ein bisschen der Message abträglich, dass wir das tun, um die Umwelt zu schützen. Es verdünnt sich einfach. Es verdünnt sich natürlich. Es ist wie Bullshit. Mit allem verdünnt sich einfach. Ja, ein anderes gern genommenes Ziel zur Begründung von Sicherheitsmaßnahmen sind irgendwelche Terroranschläge. Und wenn wir schon selbst keine haben, dann nehmen wir halt welche aus dem Ausland. Dieser sympathische Mann ist der neue Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und, in Österreich, nicht in Deutschland. Nicht. Aber Bullshit ist ja übergreifend. Bist du dort? Ja. Ja, aber man hat natürlich irgendwie, man muss einfach sammeln, ne? Ist klar, weil man braucht die schwachen Signale, die muss man sehen, sonst kann man sich nicht. Wir messen das mal.
Ja, geht schon ein bisschen hoch. Ja. So, dann haben wir unseren All-Time-Favorite, Herrn Uhl. Ja. Auch er äußert sich natürlich zu Norwegen so, nur wenn die Ermittler die Kommunikation bei der Planung von Anschlägen verfolgen können, können sie solche Taten vereiteln und Menschen schützen. Also nicht nur brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung präventiv, sondern wir hätten damit die Tat verhindern können, was nicht direkt einleuchtend ist. Eigentlich. Bei einem Einzeltäter, der wahrscheinlich mit sich selbst telefoniert hat. Der Ritschel hoch. Auch unser ehemaliger Innenminister, Herr de Maizière, der hatte auch so tolle Sprüche darauf. Er meinte also so, die Sicherheitsmaßnahmen, man kann natürlich nicht sagen, aber sie waren auf jeden Fall sehr wirksam. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ja. Ja, und auch unser neuer Innenminister ist tatsächlich... ein würdiger Amtsnachfolger in der Beziehung. Genau, also er meint halt auch, also ein konspirativ agierendes Nazi-Terror-Trio hätte man mit der Vorratsdatenspeicherung ganz sicher finden können. Das schlägt dann schon relativ weit aus. Ja, Herr Friedrich ist natürlich irgendwie ein großer Freund des Spruchs vom rechtsfreien Raum, ne? Aber er möchte natürlich, dass die Vorratsdatenspeicherung klingt mittlerweile so ein bisschen angefressen. So, er will lieber eine Mindestdatenspeicherung. Ne? Also Mindest klingt irgendwie harmlos. Sonst wird man nämlich merkwürdig angeguckt. Ja. Ja, ich meine, es gibt natürlich noch andere Gründe, warum man ihn merkwürdig angucken könnte. Zum Beispiel, dass mittlerweile wirklich amtlich festgestellt ist, dass die Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht hilft gegen irgendwie bei der Aufklärungsquote. Ja, und so ging es dann das Jahr über fröhlich weiter. Also, wir machen mal ein bisschen schneller, weil sonst... Genau, so immer schön aufs Messinstrument achten. So pegelt sich so langsam ein. Ja. Oh, wieder eine Uhr. Ja, der ist... Ja, am Ende, das war vom Timing her, war das extra Bullshit. Denn diese Aussage, dass wir ja auch die V-Leute brauchen, kam wirklich genau zu dem Zeitpunkt, als sie gerade gezeigt haben, dass wir sie nicht brauchen. Ja, und dann gibt es immer noch so Hinterblinkel in der CDU, wo die wirklich... Etwas größeren Ausschlag. Genau. Weil es geht nicht darum, dass wir einen Überwachungsstaat bekommen. Schön, dass wir das geklärt haben. Also die Grundlage davon ist natürlich, dass die Beamten nur das tun, was sie tun dürfen. Herr Friedrich ist davon auch sehr überzeugt. Da ist unser Instrument doch eher etwas. Ein schönes Beispiel für ein überspezifisches Dementi, denn zu dem Zeitpunkt hatte noch überhaupt niemand behauptet, dass sie Dinge tun, die sie nicht tun dürfen, sondern nur, dass der Trojaner mehr kann, als er darf. Ja, und unser Innenminister Friedrich ist wirklich immer für die tollsten Statements gut. Er wartet jetzt virtuelle Bomben. Ne? Ich weiß nicht. Und da müssen wir mal das Messinstrument anlegen. Also als Innenminister hat man es schon nicht leicht, aber man hat auch so gewisse Werkzeuge zur Hand. Ne? Also wenn man so in schwerer Not ist, wie zum Beispiel... als wir den Trojaner enttarnt haben und irgendwie die Presse nur so scrollte mit irgendwie Forderungen und Vorwürfen an die Behörden. So, da muss man natürlich schon mal so ein bisschen in sich gehen, was man da tun kann. Und was man da tun kann, ist natürlich eine Ablenkung schaffen. So, und dafür gibt es einen Fachbegriff, den wollen wir heute mal ein bisschen intensiver vorstellen. Wir fangen mal mit dem Fall an. Ne? Also es ist der 10. Oktober, so irgendwie alles ist scheiße für den Innenminister. Das scrollt er halt so vor sich hin, so irgendwie Parlamentarier rufen an, irgendwie Presse ist aufgeregt. So. Moment, die erste Notfallmaßnahme war doch, dass sie ihn schnell nach Afghanistan gekarrt haben. Ja, da war er schon wieder da, denn, ne? Ja, naja, also ja, er war erst war er in Afghanistan, wo er als Innenminister, also nicht direkt offensichtlich, was er da im Ausland tut, aber... sich in größtmöglicher Mikrofonferne aufhalten. Gut, das ist die verschwörungstheoretische Erklärung. Ja. Aber gut, der Mann ist wieder zurück im Lande und langsam muss man sich entweder äußern oder dafür sorgen, dass die Fragen weggehen. Und die übliche Taktik dafür ist eben... Also man will eigentlich sozusagen die Meldung aus den Schlagzeilen verdrängen. Also auch auf einer Webseite gibt es nur eine erste Meldung. Und dann ging es erstmal los mit einer Meldung, die hieß halt, wegen Vandalismus ist der Bahnverkehr von Hamburg nach Berlin eingeschränkt. Wenige Minuten später wurde daraus Anschlag am Berliner Hauptbahnhof verhindert. Und... dann gab es auch so die ersten Bilder davon, so, ne? Völlig fieser Anschlag, so, und dann haben sie die auch in einem, also
Gut, wenn man das sieht, versteht man, warum sie glauben, dass man den Bombenräumdienst privatisieren kann. Und sie haben dann halt auch schon mal die Mittel, die man so einem privatisierten Bombenräumdienst geben kann, ausprobiert, nämlich ein Hochsicherheitsabtransportgefäß. Und das war so bullshitty, dass selbst Herr Wievielspütz, ja, also der nicht gerade bekannt als jemand, der nun besonders... Sonst kein Feind der milden Bullshit-Berieselung. Selbst dem ist das zu viel geworden. Selbst dem war das zu viel. Und der Fachbegriff, den wir dafür haben, ist der des dreiköpfigen Affen. Und für die, die es nicht kennen, wollen wir das nochmal kurz erklären, wo es eigentlich herkommt. Ja, das kommt aus dem Spiel Monkey Island, Secret of Monkey Island. Wir haben ja mal ein paar Screenshots gemacht. Ja, also es geht darum, der Protagonist ist hier auf der linken Seite gerade im Bild und er hat gerade jemanden aus dem Gefängnis herausgebrochen und möchte ihn gern dazu bringen, dass er ihm hilft bei seinen Weltrettungsplänen und erklärt ihm jetzt, was er tun soll. Und das ist ihm dann noch ein bisschen zu viel und er sucht also eine Möglichkeit, da aus der Sache rauszukommen. Und er stammelt dann erstmal ein bisschen rum, genau wie bei uns der Innenminister, und hat dann den rettenden Einfall. Ja, noch ein bisschen mehr stammeln. Und dann, oh, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Und das funktioniert. Und wenn man dann nicht für weitere Ablenkungen sorgt, dann fällt das leider schnell auf. Aber die Presse hat das ein bisschen, die Presseabteilung der Ministerien haben das perfektioniert. Wir haben gleich noch Beispiele. Und Unternehmen natürlich. Und Unternehmen auch so. Ein schönes Beispiel dafür ist Apple. Apple hat ja so ein Problem mit diesem Location Gate, so sah halt alles doof aus, war irgendwie Presse auf sie eingeschlagen, alle waren sauer. Selbst irgendwie hartgesottene Apple-Fans waren sich nicht so ganz sicher, aber. Selbst Frank hatte schlechte Laune. Aber Apple hatte eine Lösung und zwar. Hey, es gibt ein weißes iPhone. Halleluja, 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 Halleluja. Ja, noch so ein schöner Instance von... Ja, ist halt hochskaliert. Instance von der Anwendung des dreiköpfigen Affen war... am 2. November, ja. Da gab es gerade so eine Häufung von unangenehmen Meldungen in so, der Presse. So, da sah halt richtig scheiße aus, so, ne? Also der... Das war der Amerikaner-Ansatz, wenn sie ein Problem haben. Da hat der Kongress dann darüber abgestimmt, ob man weiter In God We Trust sagen soll oder nicht. Und das ist immer gut, das übertrumpft alles in der Presse. Aber so einfach ist das eben im laizistischen Europa nicht, daher... Genau so, also in England gab es eine Schlagzeile, dass irgendwie der Gesundheitsfonds irgendwie für Straßenreparaturen geplündert wird. Und Israel hat gesagt, sie werden halt irgendwie die Siedlungen weiter ausbauen, so war alles doof so. Und dann kamen die Briten auf die Idee, hey, wir haben doch noch was. Und haben angefangen, die Sache mit Iran wieder hochzukochen, weil das geht natürlich immer so. Ne? Und nochmal zur Illustration. So. Und wir haben da auch noch so einen Spezialexperten in Deutschland, der diesen Trick sehr gerne anwendet. Ne? Also wir kennen ja dieses Blatt so. Ja, also dieses Bild, da konnte man nicht dran vorbei, es musste weiter. Also wir haben ja alle sehr fasziniert geguckt, was der da so gestammelt hat, aber besonders schön war die Sache er hat sich halt auf 80 Datenträger verteilt mit dieser Arbeit und es war auf jedes Kapitel eine Diskette angefertigt und so. Und da dachte man, das müssen wir mal visualisieren. Ne? Also hier haben wir Herrn Gutenberg auf dem Weg zu seiner Doktorarbeit. Und Moment, hier, Moment. Und hier haben wir den Endgegner visualisiert. Aber wie er gehört hat, hat er jetzt einen neuen Job. Ne? Er ist jetzt Internetkommissar. Und da kriegt man auch ein... Erstmal ein neues Dienstfahrzeug. Wir wissen, die EU muss ein bisschen knausern. So. Es gibt auch eine neue Diensttastatur. Ne? Die kennt er schon.
Also so ganz begeistert war er wohl davon nicht. Also, die CDU hat natürlich immer diesen schönen Slogan, so Aufstieg durch Bildung, ne? Haben die Einbildung vergessen, die kennen wir ja schon. Und Herr Gutenberg erweitert die Sache natürlich und er kriegt halt eben auch... Aber er ist da halt nicht der Einzige. Also von dieser Art von Ad-Busting kommen wir zur realen Werbeindustrie. Die ist auch immer wieder für interessante Einsichten gut. Aber es gibt auch noch Länder, wo Forschung und Bildung großgeschrieben werden und eine tatsächliche Rolle spielen. Wir haben da mal eins rausgesucht. Genau, es gibt halt zum Beispiel noch den Iran, der tatsächlich eine, wie die Ria Novosti schreibt, fliegende Untertasse zu sehen auf der rechten Seite mit viel Konfetti lustigerweise gebaut hat. Und das war interessanterweise vor den jüngsten Zwischenfällen mit den Drohnen. Also der Iran hat da wohl selber was zusammengebastelt. Und offensichtlich haben sie da eine Menge von den Amerikanern gelernt. So, also die hatten ja da ein paar Probleme mit so Viren und so in ihren Kontrollsystemen. Von denen dann die Rede war, dass offensichtlich da die Kontrollstationen ein wenig gehijackt wurden. Die Geschichte hat lauter schöne Aspekte gehabt, zum Beispiel die zuständige Antiviren-Sicherheitsabteilung bei der Air Force hat von der Geschichte aus der Presse erfahren und nicht etwa von der infizierten Abteilung. Und dann muss man sich auch nicht sehr wundern, dass der Iran dann plötzlich im Besitz einer amerikanischen Hightech-Drohne war, die sie, ja, keine Ahnung, wie sie die gefangen haben. Es gibt ja viele lustige Theorien. Interessant an der ganzen Geschichte war eigentlich nur das Gestammel von den Amerikanern, die erstmal meinten, sie kann gar nicht sein, haben wir da gar nicht im Einsatz. Na gut, vielleicht war doch irgendwo der eine, die ist bestimmt runtergefallen, ist bestimmt kaputt gegangen. Und also so eine schöne Kaskade von sich dann immer wieder vom Iran widerlegten Sachen. Und am Ende hat der Iran dann halt die Drohne gezeigt. Ja, so. Und da war dann Pause. Und das Interessante daran ist, ich meine, das ist ja durchaus profitabel, so ein Ding runterzuholen. Ich stelle mir so vor, so wahrscheinlich so die Werkshalle, wo sie das Ding abstellen und dann den Russen und den Chinesen mal so stundenweise Zugang dazu gewähren. Da können sie bestimmt ordentlich Schotter nehmen vorne so am Eingang. So. Also, und die Pakistaner sind da in einer ähnlichen Situation. Die haben ja ein bisschen Beute gemacht bei dem Beim Osama-Abschuss, genau. Da ist ja ein halber amerikanischer Hubschrauber da liegen geblieben und zwar so eine Stealth-Variante. Also eigentlich der interessante Teil, wenn man drauf achtet, da fehlt nur hinten so ein bisschen. Ja, also nämlich der Heckrotor, also das ist ja der schwierige Teil an so einem Hubschrauber. Und den haben sie natürlich dann halt erstmal ihren chinesischen Freunden Zugang gewährt. Na, erstmal haben sie es angekündigt, beziehungsweise sie haben gesagt, sie denken drüber nach. Da haben die Chinesen dann ein paar gute Argumente auf den Tisch gelegt, nämlich genau. Sie haben gesagt, 50, wir hätten da so 50 Jagdflugzeuge. Das war eine Notlieferung, haben sie gesagt. Genau, also die brauchen ganz dringend. Da war wohl eher China in Not als Pakistan an der Stelle. Also ganz dringend brauchen die wohl 50 Jagdflugzeuge, dann haben sie die halt mal geliefert. Pakistan hat dann halt natürlich nach dem Osama-Abschuss erstmal seine Grenzen gesichert und dicht gemacht. Und im Zuge dieser Geschichte kamen dann noch so ein paar Details über das pakistanische Atomprogramm raus. Einer davon ist, dass die, weil sie natürlich Angst davor haben, dass die Israelis und die Amerikaner und die Inder ihnen ihre Atomwaffen zerstören oder wegnehmen, fahren sie die in normalen Autos rum. Also die laden die halt in normale Autos und das haben wir mal so ein bisschen visualisiert, so Autos, die so in Pakistan rumfahren. Das sind durchaus sehr sehenswerte Sachen so. Dann dachten wir uns, vielleicht kann man es noch ein bisschen besser tarnen, vielleicht nimmt man einfach so Tiertransporte. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass es da offensichtlich einen Tarnungsfail gab, nämlich ein... Das sieht leider auch getarnt wie eine Mushroom Cloud aus. Genau. Ja, einer unserer Klassiker ist ja immer der Inspektor Clouseau Award für herausragende Polizeiarbeit. Und da gibt es manche Schlagzeilen, da kann man eigentlich gar nichts mehr groß verbessern. Genau. Die muss man einfach an die Wand werfen. Ja. Ja, eine Sache, die natürlich die Diskussion dieses Jahr stark bestimmt hat, waren die V-Männer.
Es gab in den 80ern mal so eine Punkband, die hieß V-Man Joe, die haben wir noch im Plattencover gefunden, oben links. Und dann haben wir zwei von den Herren, die dann mit, auch mit vollem Körpereinsatz, wie war die Geschichte? Na, also der eine hat, hat ein Kind gezeugt mit jetzt überwachenden Tierschützerin und der andere hat wohl sogar geheiratet. Also das war wirklich deep undercover, wie man so sagt. Ja, bei den Nazis ist es ein bisschen anders so. Da sind die V-Männer so ein bisschen mehr an der Oberfläche. Und ich frage mich ja, ob sie eigentlich mittlerweile genug haben, dass sie die NPD nicht einfach auflösen können. Also vermutlich. Wenn die alle weggehen, bleibt nur noch der Hausmeister, meinst du? Ja, genau. Und die Polizei. Bleiben nur noch die V-Männer von den ausländischen Diensten. Die Polizei hat auch noch so andere Probleme. Also in München haben sie das neue Digitalfunksystem Tetra, also das ist halt so ein neues digitales Funksystem, auch auf dem letzten Kongress schon gebrochen. Gut, also nicht die Krypto, die die Polizei angeblich verwendet, aber das Basissystem. Haben sie halt wieder abgeschaltet, weil es funktioniert halt nicht besonders gut und sind halt wieder auf die analogen Funkgeräte rechts oben zu betrachten zurückgefallen, handlich so. Das Problem ist, diese Dinger sind halt, naja, die sind halt in den 80ern gebaut und so langsam neigen sich dann doch so die Wartungsslots, die möglichen, dem Ende so. Also bis hin dazu, dass sie die teilweise auf Flohmärkten wieder zusammenkaufen, um da Bauelemente draus zu gewinnen. Aber wir haben zugespielt bekommen den geheimen Fallback-Plan der Münchner Polizei, was sie tun, wenn auch das versagt. Und der sieht genau so aus. Ja, und der Gewinner des diesjährigen Clouseau Awards ist eine Bundesbehörde, die sehr auf Sicherheit achtet und die es schaffte, ihre Baupläne für ihre hochgeheime Sicherheitszentrale zu verbummeln, nämlich der Bundesnachrichtendienst. Die haben es. Das Spannende daran war ja, dass die ganzen beteiligten Baufirmen alle überhaupt keinen Zugriff auf den vollen Plan hatten, sondern immer nur so ihren Teil und der Rest war irgendwie Desinformationsbullshit, damit keiner den vollen Plan hat. Und trotzdem haben sie es geschafft, die Pläne zu verlieren. Also das ist schon eine Leistung. Ja, und interessant ist daran auch, dass es ja genau so weitergeht. Ne? Also oft bei den Neuumbauten haben sie halt genau diese Kompartmentalisierung gemacht und gehen da einen Haufen Geld aus dafür, dass die Leute wieder nicht die Pläne komplett sehen können. Also sie mussten halt diese ganze Etage komplett umplanen. Effiziente Steuergelderverwendung. Ja, auf der großen Bühne der Weltpolitik sind ja so ein paar Gestalten verschwunden. So, oder einige Leute mussten sich. Aber man kann ja gegen Putin sagen, was man will. Ne? Also der Putin kriegt tatsächlich ja auch was gerissen. So. Russland hat tatsächlich es geschafft, die Winterzeit abzuschaffen. Und da wurde uns dann ein aus diesem Anlass aufgelegtes spezielles Uhrenmodell zugespielt, was denn immer die korrekte Zeit anzeigt. Sehr kleidsam. Sehr kleidsam. Ja, wo wir gerade bei Putin sind. Genau, es gab Wahlen. In Russland, man achte auf die Herren im Hintergrund, die irgendwie die Wände am Einfallen hindern und offenbar gucken, dass die Decke nicht runterkommt. Und dann haben wir Herrn Putin. Die Wahlurne sieht nur zufällig wie ein Schredder aus, haben wir uns erklärt. Also es war tatsächlich ein optischer Scanner und sie hatten auch wohl Wahlcomputer und damit ist dann wohl auch zu erklären, dass sie halt irgendwie eine etwas interessante Zusammenrechnung des offiziellen Endergebnisses haben. Die höchsten Zustimmungsraten hat Putin übrigens in Tschetschenien gekriegt. Aber Putin kann uns versichern, hat damit nichts zu tun, weil die Begründung ist ähnlich wie bei Gutenberg. Ich als Kandidat brauche keine Manipulation. Ja, Herr Putin ist, wie ihr wisst, ein besonderer Freund der Show. Wir sind da im Besitz von exklusiven Informationen gelangt, die wir verwendet haben in der Nord News Fotonovella. Sie fängt halt an mit einem geheimnisvollen Liebesbriefchen, was Herr Putin bekam. Und da machte sich natürlich Gedanken, wer ist es wohl, der ihm da so ein Herzchen schickt. Und da machte sich da doch schon so gewisse Hoffnungen, nicht wahr? Ja, und dass sie schäkerten und flirteten. Aber. Die Frau Merkel ist ja Profi. Genau, es war offensichtlich nur ein dienstlicher Flirt und
der arme Herr Putin. Ja. Weil sie ist offensichtlich denn doch schon vergeben. Ne? Das ist so. Aber was so ein richtiger Mann ist wie Putin, der hat auch Alternativen. Ne? Der hat Optionen, der Mann. Der muss da nicht auf die Merkel warten. Ne? So, hat da so eine richtige, echte Männerfreundschaft am Start. Mit seinem guten Freund Berlusconi. Aber warum guckt Angela denn so? Ne? Oh la la, das Politikfeld ja, hat Untiefen. Währenddessen auf einem anderen Gipfel so. Ne? Und man kann als Außenstehender schon beobachten, dass sich auch die Körpersprache von der Frau Merkel an der Stelle ein bisschen entlarvend geändert hat. Ja, also das war die Körpersprache vom letzten Jahr so und die Körpersprache dieses Jahr ist eine andere. Ne? Die ist halt doch etwas, etwas energischer. Und Frau Merkel hat ja eine sehr spezifische Art des Krisenmanagements, wo es primär darum geht, dass die Krise nicht im Alltag ankommt. Und die illustrieren wir mal. Wir haben da auch einen Namen für, und zwar ist es Wir feuern unsere Waffen nicht in aller Öffentlichkeit ab. Mann, wir haben jetzt keine Zeit für so eine verdeckte Scheiße. Vielleicht haben Sie es ja vergessen, aber da gibt es so ein außerirdisches Schlachtschiff. Es gibt immer ein außerirdisches Schlachtschiff, einen kosmischen Todeslaser oder eine intergalaktische Pest, die das Leben auslöschen wollen auf diesem elenden Planeten. Und die Menschen hier haben nur eine Chance, ihr nettes Leben trotzdem fortzusetzen. Und zwar indem sie nichts davon wissen. Also ungefähr funktioniert Krisenmanagement in Deutschland. Also es geht halt darum, dass die Krise nicht im Alltag ankommt. Das darf man auch gar nicht unterschätzen. Das funktioniert so gut. Im Ausland ist man da durchaus neidisch auf uns. Ja, sie sind schon doch sehr. Also die probieren eigentlich andere Methoden so, ne, zur Bankenrettung. Aber, tja, die Amerikaner sind dann doch wieder schneller. Ja, und die Frau Merkel war dann doch noch so ein bisschen sauer mit dem Herrn Sarkozy offensichtlich und hat ihn offensichtlich so ein wenig über Bande verpfiffen. Was dann da rauskam, war eine kleine Meldung am Rande, dass nämlich Libyen sagte, wir haben ja die Wahlkampfausgaben des Herrn Sarkozy finanziert und die hätten wir jetzt gerne eigentlich mal wieder. Und das Dumme war nur, dass du mit der Herr Sarkozy eine ernsthafte Motivation hatte, ja, den Gaddafi platt zu machen. Weil und das war dann auch das erste Land, was die Rebellen als eigenes Land anerkannt hat. Genau. Und Militärlieferungen an die Rebellen gemacht hat. Ja, dieses Jahr hat uns noch ein Diktator verlassen. Nicht nur ein Diktator, auch ein großer Golfspieler. Also hat halt die weltbeste Partie Golf gespielt in seiner ersten Runde. Und interessant finde ich diesen Werbebalken da so, ne? Nicht what's on your Christmas shopping list, sondern who's on your Christmas shopping list. So, da, ups. Ja, das war zu schnell. War zu schnell, genau. Da kann man sich nämlich ein als Erinnerung zum selber basteln. Ja, es gab dann noch ein paar andere kuriose Meldungen aus Nordkorea. Unter anderem hieß es, dass die ihren Atomprogramm finanzieren, indem sie ihre Bevölkerung Gold farmen lassen für World of Warcraft. Das ist ein bisschen schwierig, da an Bilder zu kommen. Wir mussten ein bisschen suchen. Aber wir haben welche gefunden. Also wir sehen da Pionierausbildung zum World of Warcraft Farming. Und es ist so lukrativ, dass in China sogar die Gefangenen eingesetzt werden, also Gefangenen in Gefängnissen, um Goldfarming zu betreiben. Ja. Ganz großartig. Ja, wir haben auch immer eine Kategorie gehabt für den besten Fall, für einen klaren Fall von Selbstmord. Und da haben wir dieses Jahr ein besonderes, ein so alleinstehendes Beispiel gefunden, dass wir das einfach mal zeigen wollen. Es handelt sich um einen klaren Fall von Selbstmord eines chinesischen Korruptionsbekämpfungsbeamten, der an 11 Messerstichen gestorben ist, einer davon durch die Kehle. Und das Messer, was er dazu benutzt hat, hatte ein Taschentuch um den Griff.
Ja, also da brauchten wir eigentlich keine anderen Kandidaten von klaren Fall von Selbstmord mehr, der hätte alle geschlagen. Ja, ebenfalls nur einen Kandidaten haben wir dieses Jahr in der Kategorie des Walter-Ulbricht-Preises für demokratisch legitimiertes Bauwerk gepatchert. Und ihr könnt euch schon denken, also eigentlich gibt es da keine weitere Frage, weil dir, also für diesen Wahlzettel, da haben sie den Preis einfach verdient. Ich weiß nicht, wer den mal gesehen hat, also es geht darum, ob man jetzt für oder gegen Stuttgart 21 ist. Und allein der Versuch festzustellen. Die dreifache oder stuttgartische Verneinung, ja, mit länglichen Erklärungen, ob jetzt ja dafür oder dagegen ist. Also da blickt kein Mensch mehr durch. Aber demokratisch legitimiert. Verständlich. Ja. Interessant ist, die Sache geht ja noch in die nächste Runde. Und zwar wegen diesem kleinen Tierchen hier, dem Juchtenkäfer, wegen dem da gerade die Bauarbeiten stillstehen. Ja, wo wir gerade bei demokratischer Legitimierung und lupenrein demokratischen Verfahren sind. Unser großes, also das große Vorbild da ist natürlich Weißrussland. In Weißrussland ist es so, dass die Polizei natürlich immer gerne wissen will, wer an Protesten beteiligt ist und was sie dazu tun, ist unter anderem ermitteln, wer sich in der Gegend aufgehalten hat von so einer Demonstration mit Hilfe der Mobiltelefone. Und die machen auch noch so andere lustige Sachen. Sie verbieten zum Beispiel Klatschen. Und verhaften dann einen Armigen, weil er doch geklatscht hat. Genau. Und besonders schnell lernt man hierzulande in Sachsen. In Sachsen wurde diese Methode mit dem, gucken wir doch mal, wer auf der Demonstration ist, indem wir die Mobiltelefone erfassen, einfach direkt 1:1 umgesetzt. Das war die sogenannte Funkzellenerfassung, die hier, über die es ja auch schon Vorträge gab. Die haben genau dasselbe getan, was die Polizei in Weißrussland tut, nämlich einfach mal alle erfassen, die da waren, und dann gucken. Und ist vollkommen klar, es war natürlich zwingend notwendig, also da gab es halt keinen Zweifel dran, es musste dringend passieren zur Abwehr von schweren und schwersten Straftaten. Da ist unsere Polizei ganz groß drin, also internationale Polizei. Wir sehen hier viele Fälle von maßvoller Notwehr im allerletzten Augenblick. Dieses Jahr besonders gerne angewandt mit Pfefferspray. Und besonders hervorheben möchte ich das Bild unten rechts. Kannst du nochmal kurz? Ja, genau. So, denn hier sieht man, dass auch Journalisten nicht unbedingt... Die sind auch Gefährder, sage ich dir. Sind auch Gefährder. Man darf nicht nur, weil jemand ein Journalist ist, sagen, der ist jetzt für die Demokratie und ungefährlich und den werden wir nicht verprügeln, sondern... Also selbst wenn er für die... So sieht das aus Sicht des aus Perspektive des Journalisten. Also selbst wenn er für die Demokratie ist, kann er immer noch gegen die Polizei sein, nicht wahr? Genau, genau. Ja, und auch weitere Einsatzmittel der Polizei werden sehr maßvoll eingesetzt. Also Polizeireiter zum Beispiel im Wendland und auch Schlagstöcke werden nur ganz klar gegen erkannte Feindesterroristen eingesetzt. Und das unten rechts ist ein bisschen gescheitert. Das war ein niedersächsisches Pilotprojekt, um Polizeigeier einzusetzen. Aber es gibt noch andere Versuche, die vielversprechend aussehen. Ja, also die Hessenspolizei bekommt jetzt neue Schlagstöcke, weil es sich... Die Polizei hat natürlich immer so ein gewisses Problem mit diesen Identifikationsnummern. So ein altes Hobby von uns, erinnert euch dunkel... In Großbritannien kleben sie die halt einfach ab, ne? Also es ist halt einfach Tape drüber und damit sie nicht so auffällt. Das machen wir hier seit Jahren, ja. Genau, also aber es gibt was Neues. Genau, und zwar gibt es hier ID-Marken. Und die ID-Marken in Berlin hat die Gewerkschaft der Polizei mit dem Hinweis abgelehnt, die seien so scharfkantig, dass man damit sogar ein Eisbein schneiden könnte. Und hat dann halt diesen Fotobeweis dazu geliefert. Und wir haben nicht verstanden, warum sie nicht einfach gesagt haben, schön, kreatives neues Notwehrhilfsmittel, aber... Ja, naja, so ein Polizistenleben ist nicht leicht, ne? Das sieht man manchmal, da ist halt. Da geht es halt manchmal links rum, so, dann rennt der Demonstrant vor dem Polizisten weg und manchmal geht es auch rechts rum, da sitzt er was aus. Und im Laufe des diesen Jahres wurde eine neue Methode entwickelt, um sich vor allzu innigen Zugriffen der Polizei zu wehren. Naja, nicht zu schützen, aber. Nicht zu schützen, aber es zumindest hinterher lustiger zu machen. Ne?
Ja, ein alter Bekannter ist der Mielke Schilly Award für maximalen Realitätsabstand. Da haben wir unseren ersten Kandidaten, sind die Vereinigten Staaten von Amerika, von denen sind nämlich ein paar geheime Folterknäste gefunden worden. Und die Namen von diesen Folterknästen sind Camp Honor und Camp Justice. Da haben wir dann auch gleich gesagt, okay, wir brauchen keinen anderen Kandidaten mehr. Ja. Gibt dieses Jahr noch einen neuen Award, nämlich den Victor Baut Award für nachhaltige Wirtschaftsförderung. Für diejenigen, denen Victor Baut nichts sagt, Victor Baut war einer der ertappten größten Waffenschmuggler auf diesem Planeten. Seine Lebensgeschichte wurde verfilmt in dem Film Lord of War. Da bringen wir euch gerade mal den Trailer. There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Und da haben wir dieses Jahr eine Menge Kandidaten. So. Die Frage stellt sich nicht nur im Film, sondern auch Regierungen stellen sich die Frage, insbesondere wenn ein Land gerade pleite zu gehen droht, dann stellt sich die Frage, ob man nicht die Gunst der Stunde nutzen sollte, um noch schnell ein paar Wirtschaftsförderungsmaßnahmen einzuleiten, und wenn die nicht zahlen können, dann ist auch egal. Hauptsache, die Wirtschaft ist angefördert. Hauptsache, wir haben ein bisschen Rüstungsgüter exportiert. In diesem Fall war es Frankreich, die noch in Griechenland noch mal ein paar Fregatten offeriert haben, so eine Fregatte. Denn das war das Problem in Griechenland, zu wenig Fregatten. Genau. Die Griechen hatten noch ein anderes Problem, sie hatten auch ganz eindeutig zu wenig Panzer. Ne? Die haben sie dann von den Amerikanern angeboten bekommen. Und also wie wir gerade sehen, jetzt haben sie offenbar Fregatten und Panzer, jetzt geht es ihnen ja gut. Oder hört noch jemand was von Griechenland? Oder? Ja, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ja. Nun stellt sich natürlich die Frage, was ist denn, wenn man im Ausland niemanden findet? Man sieht uns nicht. Oh. Was macht man denn, wenn man im Ausland keinen Käufer findet für die Militärhardware? Dann muss man im Inland gucken. Und das US-Militär hat da bestehende Ressourcen benutzt, genau, nämlich ihre Psy-Op-Abteilung, um US-Senatoren davon zu überzeugen, dass sie noch mehr Militärhardware kaufen sollen. Ja. Auch Deutschland kann natürlich nicht zurückstehen. Also wir haben jetzt ja auch einen neuen Kriegsminister und will natürlich erstmal die Ausführer rüstungsrelevanter Güter erleichtern, und dann kann man natürlich nicht so genau hingucken, wohin man die schickt, sondern muss vor allen Dingen danach gehen, wer Geld hat. Es gab so ein bisschen Gegenwind, als er dann Panzer an Saudi-Arabien exportieren wollte. Aber hey. Aus historischen Gründen. Trotz erheblicher Defizite bei den Menschenrechten ist es von großer strategischer Bedeutung. Ne? Es ist schließlich ein Stabilitätsanker in der Region. Da kann ein man nicht Verbündeter des Westens und ein wichtiger Stabilitätsanker. Ja. Und steht ihm fast der Helm, ne? Also so als Kriegsminister so. Na, wenn man die Saudis beliefert, dann muss man auch Israel beliefern, ist ja völlig klar. Gibt es das jährliche U-Boot an Israel? Es geht ja um die Stabilität der Region. Ja, das, also, ihr wisst schon, so Stabilität ist es mit den zwei Waagschalen und so. Ne? Dass man an beide gleich viel Waffen liefert, heißt es. Ne? So. Also es ist ja auch eine deutsche Tradition, die kann man ja nicht einfach ohne so weiteres abbrechen. So. Das hat schon, Herr Krupp war ja da schon sehr. Und das macht heutzutage Daimler. Ne? Daimler geht's gut. So, wir haben ja mal so zwei Ausschnittsbilder. Einmal ein Wasserwerfer in Malaysia, der wird von Daimler geliefert, und oben rechts eine iranische Antischiffrakete, die auch von einer Daimler-Lafette abgefeuert wird. Also sind ja nur LKWs, ne? Also da muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Ja, das hat nichts mit Krieg zu tun, das seht ihr ja auch. Ja, so eigentlich nur so zum Sachen durch die Gegend fahren. Ne? So. Genau. Ja. Ja, ein Newcomer auf dem Markt ist, ist Libyen. Ne? Die haben ein paar sehr, sehr innovative eigene Produkte, die sich vor allen Dingen durch Robustheit und einfache Wartung auszeichnen. Und da kann man eigentlich denen nur viel Glück wünschen mit ihren Exporten. Ein neuer Trend am Waffenmarkt ist allerdings auch, dass Waffen niedlicher werden müssen. Ne? Also wir kennen ja alle so die Hello Kitty AK-74. Und unten rechts sehen wir das Modell der Pistole Gaddafi. So, und ich meine, man kann sich schon so einige so Cosplay-Uniformen vorstellen, wo das gut mit...
Nicht nur im Waffenbereich, also im physischen Waffenbereich ist dieser rosa Trend halt sehr stark, auch im Bereich elektronischer Unterdrückungsmittel. Also zum Beispiel so eine Zensurseite, die muss doch eigentlich ganz hübsch aussehen, ne? Weil sonst fühlt man sich doch da irgendwie so beeinträchtigt. So. Das ist, glaube ich, die aus das war Katar. Katar, genau. Ja, das ist die katarische Seite, die man bekommt, wenn man da auf eine Pornoseite klickt, dann hat man da so, also zumindest ist es dann auch rosa. Ne? Ja, also eine Firma, die ja da auch in die Schlagzeilen gerät, war Nokia. Die wurde dann auf dem letzten Karneval entsprechend gewürdigt. Aber der Gewinner des Victor Bautz Awards für nachhaltige Wirtschaftsförderung ist definitiv die Handelsmarine. Ein Hamburger Frachter hat tatsächlich es geschafft, ohne Umweg direkt eine indische Fregatte zu versenken. Und die Inder meinten, noch nie wurde eine Fregatte vor dem Zivilschiff versenkt. Ja, so macht man das als Handelsvertreter. Man sorgt dafür, dass es auch gleich einen Nachfolgeauftrag gibt. Du meinst, griechische Fregatten sollten sich besser von französischen Handelsschiffen fernhalten? Ja, noch ein neuer Award ist der Anatoly Bogorski Award für Nuklearsicherheit. Ich weiß nicht, wer Anatoly Bogorski kennt. Anatoly Bogorski ist der einzige bekannte Mensch, der es geschafft hat zu überleben, obwohl er seinen Kopf in den Strahl eines Teilchenbeschleunigers gehalten hat, den sehen wir da rechts im Bild. Und der lebt tatsächlich immer noch. Und Das rechts ist tatsächlich dieser russische Teilchenbeschleuniger. Und der sieht so ein bisschen selbstgebaut aus. Oh ja, ist aber groß, ne? Ja. Ach na ja, funktioniert ja bestimmt. Ja, der erste Kandidat ist für diesen Nuklearsicherheits-Award ist... Der ist gefunden worden in dem im Abwasser. Im Abwasser von einem Atomkraftwerk ist der gefunden worden. Aber es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Natürlich, natürlich. Ja, natürlich immer die Frage, wenn denn doch mal was passiert, wie kommuniziert man das dann? Ne? Und da sind ja dieses Jahr im Zuge dieser Fukushima-Geschichte ein paar Sachen hochgekommen, unter anderem auch Hinweise darauf, wie man mit der Bevölkerung zu kommunizieren hat im Falle eines Atomunfalls. Und das Wichtigste ist auf jeden Fall erstmal, dass die Telefonnummern, die man benutzt, unterdrückte Rufnummern haben, damit man nicht zurückgerufen werden kann. Und dann gibt es auch Hinweise dazu, wie man so eine Meldung verfasst. Ne? Und das, wenn man an die Öffentlichkeit tritt, dann soll man da eine PowerPoint-Präsentation machen. Genau, die fängt halt an. Und die soll man anfangen mit einem Statement der persönlichen Betroffenheit. Also nur, falls es jemand vergisst, dass er persönlich betroffen ist, wenn er gerade vor so einem explodierenden Atomkraftwerk sitzt und der Presse erklären muss, dass alles in Ordnung ist. Und auch noch so was wir in diesem Jahr gelernt haben, es gibt schöne Einheiten. Das ist, die Einheit Mikromord ist eine Maßeinheit für das Risiko, ne, und bescheinigt die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million zu sterben. Das ist ein Mikromord. Und Wir haben mal ein bisschen hochgescrollt. Na, und ihr kennt es ja von der Wikipedia. So kontextsensitive Werbung mit Herrn Voldemort. Ja, eines der erstaunlicheren Witz im Zusammenhang mit dieser Fukushima-Katastrophe war, als Greenpeace sagte, ja, also die Situation da ist jetzt so scheiße, wir müssen denen wohl gestatten, die radioaktiven Gase in die Umwelt abzulassen, das ist eine super Idee. Wenn der Greenpeace sowas sagt, ja, dann weißt du, es gibt ein Problem. Genau, was dann auch wenig später eintritt. Und das sah so aus, das Problem. Hat auch sofort funktioniert. Ja. Wir haben ja auch in Deutschland so Atomanlagen, eine davon ist so eine gewisse Altlast in Jülich. Nämlich ein Thorium-Hochtemperaturreaktor, der mit so sogenannten Pebbles, also solchen Kugeln, betrieben wurde. Und das ist so eine Never-Ending-Story. Also die haben diesen Reaktor irgendwann abgerissen, weil die Grundplatte davon gerissen war. Die Geschichte haben wir in Alternativlos erzählt, 14, glaube ich. Und dann waren ihnen lauter diese Kugeln abhandengekommen. Und dann gab es noch eine Meldung dieses Jahr, dass wiederum Kugeln abhandengekommen sind. Und dann wurde die dementiert und dann mussten Artikel korrigiert werden, weil die angeblich wieder da waren. Und dann gab es dann gestern vorgestern eine Meldung, dass sie in der Kanalisation von Jülich irgendwelche Kugeln gefunden haben. Also solche Kugeln, ne?
Und dann waren die sich nicht so ganz sicher, weil... Dann haben sie dann die Leute in den Hazmat-Anzügen hingekarrt, genau, und die so Kugel mitgenommen haben. Und die haben im Nachhinein gesagt, alle mitsprechen, keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. Und spannenderweise, wenn man Jülich mal in die Fußgängerzone geht... Aachen in diesem Fall, also das ist aber ganz in der Nähe, da gibt es tatsächlich einen Brunnen, der besteht aus diesen Kugeln. Wie uns versichert wurde, handelt es sich dabei um die Kugeln, die vorher für die mechanischen Tests verwendet wurden. Also diese Reaktor. Alles völlig ungefährlich, es besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung. Aber schön dabei war, dass die erste Meldung war halt, sie haben diese Kugeln gefunden und sie wissen nicht, was es ist, also ob sie jetzt radioaktiv sind oder mechanisch oder nichts. Und ich bin gespannt, wie lange die ja noch Moment spielen werden, wahrscheinlich ganz schön lange. Ein Teil von dem Zeug ist in der Asse. Ja, und Überraschung. Also damit konnte auch niemand rechnen. Also so sachgerecht, wie dieser Abfall da eingelagert wurde, da dachte man doch, den muss man doch eigentlich wieder rausholen können, so wahrscheinlich mit ein paar Handschuhen so rausstapeln oder so. Aber nein, geht leider nicht, kann nicht geborgen werden, kam dieses Jahr raus. In Japan haben sie auch schon immer lustige Sachen mit Atomkraftwerken gemacht. Eines war in ihrem schnellen Brüter, da haben sie es geschafft, ein Stück von einem Kran oben so in dem Reaktor drinnen zu verkeilen, dass sie es nicht wieder rausbekommen haben. So, also sie meinten dann halt so, wenn sie jetzt da irgendwie ansetzen und da doll dran ziehen, dann kommen möglicherweise die Brennelementehalterungen unten im Reaktor eher, als sie dieses Kranstück da rauskriegen. Also, und dann haben sie ihn lieber da gelassen. Naja, und dann sind ihnen die anderen Kraftwerke alle kaputt gegangen bei diesem Tsunami. Und dann haben sie gesagt, naja, wir haben da noch so ein Kraftwerk. Ja, der Umgang mit solchen Risiken ist natürlich immer eine Frage von Außenkommunikation, von guter PR. Ne? Und wir kennen das ja seit Tschernobyl, da haben dann so bayerische Umweltminister in Milchpulver rumgerührt und ich glaube auch davon gegessen. So. Und seitdem etabliert sich so ein Schema, dass offizielle oder irgendwie Vertrauenspersonen dann immer von dem Zeug essen müssen, was völlig ungefährlich für die Bevölkerung ist. Ne? Je nachdem wie grob die Gefahr ist, muss der Minister selber ran, ja? Genau. Oder irgendein Untergebener. Also, richtig schlimm war es auch bei dieser BSE-Geschichte in England. Da musste der Landwirtschaftsminister mit seiner armen Tochter einen Burger essen. Proud to serve British Beef. Völlig ungefährlich, ja, natürlich. Ja. Oder die spanische Landwirtschaftsministerin musste Gurken essen, von denen nicht so ganz klar war, ob die jetzt richtig okay sind und sauber sind. Denn der japanische Unterstaatssekretär musste Wasser von Fukushima oder hat Wasser von Fukushima getrunken. So. Der sah so ein bisschen nervös aus, als er das sagte. Und zwar zu Recht so. Also wir haben dann noch einen japanischen Fernsehmoderator, der mit großer Freude Fukushima-Produkte gegessen hat. Der wurde dann dummerweise mit Leukämie diagnostiziert. Dafür hat er dann halt aber auch den Preis gewonnen. Ja, ja, wo wir gerade bei Murmeln waren, kommen wir zu den traditionellen Boards of Steel Awards. Und da gab es dieses Jahr echt viele Kandidaten. So. Also so Leute, die irgendwie ein sehr... Also da hat jemand einen echt... Sparta! Geht auch ein bisschen kreativer, nicht wahr? Sondern ein echter heißer Anwärter waren natürlich die Leute im Wendland, so, mit, die sich da angeschnallt haben. Also man beachte unten rechts in dem Tunnel die kleine Maschinenverwehung. So hieß es auf dem Twitter, das fand ich sehr hübsch. Das kommt schon mal vor, es war Herbst und windig. Genau. Ja, besonders schön ist so ein Balls of Steel, wenn man damit auch richtig die Presse erreicht. Das war eine Assistentin im kanadischen Parlament, die während einer Parlamentssitzung hin sieht man den Premierminister reinläuft und ein Stopp-Harper-Schild in die Kameras hält. Und Harper ist also genau der Premier, der hinten sitzt. Die ist ziemlich sofort gefeuert worden, aber es war es wohl trotzdem wert. Ja, noch jemand, der offensichtlich doch relativ viel Mut hat, ist der Betreiber. Der Fahrer von diesem Fahrzeug, was in New York rumfuhr bei den Occupy-Protesten. Ja, auch ein sehr schönes Beispiel für Mut und Zivilcourage im Alltag.
waren das Einmauern von Arktis. Aber den Preis gewonnen hat jemand, der etwas getan hat, was eigentlich völlig unmöglich gehalten wurde. Es wurden nämlich dieses Jahr tatsächlich Graffitis in Pyongyang gegen Kim Il-jong gefunden. Und daraufhin. Daraufhin haben die Pyongyang für 3,5 Tage komplett runtergefahren und niemanden ein- oder ausreisen lassen und nur nach dem Typ gesucht, der dieses Graffiti gesprüht hat. Und sie haben ihn nicht gefunden, offensichtlich. Es gibt auch kein Bild von diesem Graffiti aus naheliegenden Gründen. Ja, dieses Jahr haben uns ja eine Menge Leute verlassen, also entweder durch Verlassen dieser Welt oder durch Rücktritt verschiedenster Arten oder Verlassen des politischen Lebens. Und da es so viele waren, haben wir das mal zusammengefasst in so einer kleinen Sequenz. Ja, oder ist uns wohl einer versehentlich raufgerutscht am Ende? Wer sich fragte, warum wir den drin haben, hat heute jemand wegen Beleidigung auf Facebook verklagt, der kann sich nicht mehr lange halten. Ja, ansonsten wisst ihr, wir haben ja noch diesen kleinen Podcast, den einige von euch gelegentlich hören. Mittlerweile haben wir auch mal eine Zahl. Ne? One more thing. Ja, mittlerweile mehr als 1 Million komplett runtergeladene Folgen. Ja, und damit sind wir noch am Ende und vielen Dank. Mehr ist nicht.